Na Leute, alles klar soweit? Schön! Es geht nämlich immer noch weiter mit Zelda Phantom Hourglass hier auf der Goroneninsel. Da sind wir jetzt. Und hier leben natürlich ein Haufen Goronen und wir sind auch schon einer von ihnen geworden. Unser Spitzname ist jetzt Gorolink. Und wir müssen jetzt Mai Goronen verfolgen, den Sohn des Ältesten hier. Der soll uns hier zum Tempel führen. Und aha, hier brauchen wir gleich mal eine Bombe. So. Und... Bams. Eine Sackgasse, aber Mikron ist doch hier lang gerannt. Ja, vielleicht ist er einfach drüber geklettert oder keine Ahnung. So, Donnerblumen gibt's hier halt auch. Typisch für eine Goroneninsel, das gehört halt hier dazu und Bams. So. Na ganz toll, da kann man ja ständig irgendwelche Wände wegsprengen. Boom. So, na zum Glück habe ich ja selber schon Bomben. Wenn ich die nur richtig werfen würde. So, und Bams dabei. Oh. Fies. Ah, so, tot. Ich mache am besten gleich mal alles kaputt, weil wer weiß, was mir das bringt. So, hier ist doch sicher auch wieder so ein... Ja. Ein Steinschleim und tot. So, blauer Schleim. Blauer Schleim. Der ist... Ah, der scheint dauerhaft elektrisch geladen zu sein. Der kriegt einfach mal einen Pfeil ab. Tot. Das ist das erste Mal, dass wir einen blauen Schleim gesehen haben. So, aha, da unten ist eine Truhe. Wie komme ich da hin? Moment mal. Da will ich hin. Da will ich hier hin. Ich will die Truhe haben. Wie komme ich da hin? Kleinen Moment. Hier. Aha, einfach hier so lang gehen. Ah, nicht schon wieder. So, bam. Ja, ich tue mich schon wieder selber weh. Das ist nicht so toll. Ah, push the button. Stacheln weg. So, wenigstens dauerhaft, noch nicht irgendwie auf Zeit, das wäre gemein. Oh, schon wieder. Tot. So, der konnte sich gar nicht elektrisch laden und aha, was ist denn das da unten? Da kann ich aber noch nichts machen. So, stirb. Aha. So, was soll... Was soll denn das jetzt? Jetzt komme ich... Oh, ich komme doch nicht daran. Ach nö. Geht das nur von da drüben vielleicht? Auch wenn ich von da oben vielleicht dann komme. Das kann sein. Sehr schade. Wie gesagt, da durch dieses Loch kann ich was durchschicken, was ich aber noch nicht habe. Also kann ich es halt eben noch nicht machen. Ja, muss ich mal halt merken. Dann muss ich vielleicht doch irgendwie schauen, dass ich von der anderen Seite dann auch mal hinkomme. Eventuell. Ich will ja zum Tempel. Weil da ist einer der drei Stähle drin. Hat uns ja der Goronenälteste so gesagt. Und dem werde ich mal glauben. So, wie komme ich zu der Truhe? Ah, hier ist noch eine Truhe. Ah, 100 Rubine. Geil. Jetzt habe ich wieder 291 Rubies. Aber wie zur Hölle komme ich denn jetzt hier raus? Hier komme ich ja gar nicht weiter. Was soll das? Verstehe ich nicht. Kenne mir gar nicht aus. Alter, warte mal. Oder sind diese Flächen ein Hinweis? Sagen mir die hier, leg hier mal eine Bombe. Weil das ist sprengbar. Kann das sein? Tatsächlich. Also die hier, diese Flächen, die schauen so verdächtig aus. Geben mir also einen Hinweis, dass ich hier was sprengen kann. Sehr schön. So, jetzt bin ich hier. Und links von mir ist der Tempel. Aber wenn ich jetzt hier nochmal durchgehe, dann komme ich, glaube ich, zu der Truhe. Genau. So, und was ist hier drin? Ein Krafttropfen. Sehr schön. So, wie viele habe ich jetzt eigentlich schon? Sammlung? Aha, 12 Krafttropfen und schon 8 Weisheitstropfen. Wohlgemerkt, aber gerade nur 5 Muttropfen. Und insgesamt 7 Schatzkarten. Also nur noch 2 Weisheitstropfen, Leute. Und dann habe ich da auch endlich mal 10 Stück. Ansonsten, ja, hier, wie gesagt, da unter der Bombentasche, da kommt noch was hin. Und das werden wir, wie gesagt, in dem Tempel hier finden. Und eigentlich haben wir ja im Laden auf der Insel sogar schon einen Hinweis bekommen, was das sein wird. Und ein Raubschleim, pfui. Nein, 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 nein. Ich hasse Raubschleime. So. Ha, tot. Und Stacheln weg. Den musste ich also sogar besiegen. Der kann mir ja mein Schild klauen, sollte ja bekannt sein. So, wo ist denn jetzt Maigorum? Wo ist der hin? Ist der schon im Tempel drin? So. Ich frage mich, ob der Goronbengel hier rein ist. Na, jedenfalls müssen wir hinterher. So, Moment, was macht das?
Eine Abkürzung. Feine Sache. So, ist hier hinten noch was? Nö, ist nix. Und hier? Ein paar Krüge. So, jetzt habe ich wieder die Herzen voll. Und wenn ich jetzt hier lang gehe, dann komme ich auch wieder... Genau, dann komme ich wieder auf die Kroninsel zurück, also auf die untere Hälfte. Sehr gut, das heißt, wir haben uns jetzt schon mal eine Abkürzung gebaut zum Tempel. Das ist sehr gut. Und ich fand das ja so geil hier, dass echt ein Remix der Musik aus Goronia von Ocarina of Time für die Insel verwendet wird. Das Hintergrundmusik finde ich richtig toll. Die Musik fand ich damals auch immer so spitze. So Leute, dann macht euch bereit für den eigentlich ja schon fünften Dungeon des Spiels, weil der vierte war ja eigentlich das Geisterschiff. Also ist das jetzt Dungeon Nummer 5, der... Ihr werdet ihn gleich sehen. Der Goronentempel. Hey, keine Spur von Maigoron. Lass uns weitergehen und den Bengel finden, Link. Alles klar, und hier ist alles voller Sand. Zumindest teilweise. Vorsicht, Treibsand. Treibsand auch noch. Na, dann sollte ich da lieber nicht drauf treten. So, und hier ist so eine große... Schlucht hier, so komme ich sicher nicht rüber. Außer es gibt hier wieder so einen unsichtbaren Weg, das kann auch sein, oder? Das soll mich wirklich davon abhalten, darüber zu kommen. Okay, dann ist der... dann ist der Weg eh fest vorgegeben. So, warte, ich brauche auf jeden Fall wieder mal meinen Bogen. Ha, so. Den habe ich auch kaputt gemacht, da ist ein Schalter. So, Schleim. Zack. Nicht mit mir, Freundchen. So, push the button und Stacheln weg. So. Zack, voll ins Auge geschossen. Was ist das da? Oh. Ach so. Ah, ich verstehe schon. Schieben. So, oh verdammt, der ist schon wieder aktiv. Zack, wieder kaputt. Die kann man leider nicht komplett besiegen. Die kann man nur ausnocken, ganz kurz. So, und Schalter bleibt gedrückt. Sehr gut. Da ist schon wieder so ein blöder blauer Slime. Und die. So, was ist das hier? Hier komme ich nicht durch. Fies. Dann eben hier. Ah, ein Augenschalter. Und, oh, Hilfe! Was bist du denn? Vor allem, wie besiege ich dich? Ich glaube mal, mit dem Schwert sicher nicht. Vielleicht mit der Bombe. Ha! So, habe ich ihn ausgenockt und... Ah, was? Das geht nicht? Ach, weil der da oben ist. Der ist zu weit oben. Das kann ich nur von da oben dann machen. Alles klar, da ist noch ein Schalter, diesen Schalter. Ah, jetzt ist das da offen. So, da muss das auch gedrückt bleiben. Ja, in der Tat. So, und Moment. Zack. Ha, Truhe erschienen. Ah, na super, das ist auch noch auf... Was? So schnell? Okay, es kann nur sein, dass man sicher von oben dann eine Bombe runterwerfen muss. Das geht sich dann garantiert aus, so. Schieben wir das mal nicht so lang, dass der Schalter auch wirklich gedrückt bleibt. So, neue Tempel, neue Rätsel, so gehört sich das. So, Tür ist jetzt offen. Das Auge ist dabei noch wurscht, können wir erst später treffen. So, und was ist jetzt hier los? Ah, noch so ein Ding. So. Aha, und das macht so eine Brücke für mich. Oder auch nicht. Das muss hier echt, jeder Schalter muss hier gedrückt bleiben, das ist doch verrückt. So, kaputt. So. Und hier brauchen wir die Schaufel mal wieder. So. Graben und... Jawohl! Ui! So. Wie komme ich jetzt... Ah ja, einfach hier eine Donnerblume dann sicher runterwerfen. Und dann... Kann ich da den... Na? Explosion? Keine Explosion? Achso, muss ich wohl warten. Oder... Ach so. Ha! Mann! Link! Oder ist das, weil die im Treibsand versinkt? Die versinkt ja im Treibsand! So eine Kacke. Was mache ich denn? Ah, dann scheiß doch, mache ich das mit normalen Bomben. Ich muss das hier irgendwie schaffen, dass ich die von hier oben... Ah! So, und jetzt ganz schnell. Öffnen. Und...
Eine Schatzkarte! Yes! So, schon die zweite für dieses Meer. Sehr schön, das ist dort. Wunderbar. Können wir uns wieder ein paar Schätze dann später holen, aber erstmal werde ich hier den Tempel natürlich rocken. So, was bringt es mir? Achso, jetzt kann ich einfach hier runter und... Oh mein Gott. Hilfe! Oh. So, alle kaputt und... Ah, offen. Es ist offen. So, die kann ich eh nirgendwo wirklich hinschieben. Das ist einerlei. Okay. So, und, ah, jetzt kann ich wohl von hier, kann ich hier den Augenschalter treffen oder war der woanders? Nee, der war eh da. Und, na, komm schon. Zack. Ha, Truhe. So, und dieses Mal? Ein 20er. Naja, besser als gar nichts. So, Knöpfchen drücken. Ah, jetzt sind hier die Stacheln weg. Jetzt haben wir schon wieder eine Abkürzung. Sehr schön. So, Herzen wieder voll. Kriege ich noch Pfeile oder irgendwie sowas? Nee, aber Bomben. Aber Bombis sind doch auch wichtig. So. Schleim. Und tot. Ah, na gut, ich meine, offensichtlicher geht's ja wohl nicht. Bombe. Und zack. Und... Bamsterbam. So, was hast du mir zu sagen? Bestimmt wie viele Schatztruhen es sie wieder gibt. Boing. Es befinden sich keine Schatzen mehr auf diesem Stockwerk. Na wunderbar. Dann geht's jetzt weiter. So. Okay. Hä? Moment mal, was muss ich denn hier tun? Ich schaue mich mal mit dem Bumerang um. Aha. Achso, es soll mir glaube ich einfach nur zeigen, dass hier gleich nebenan nochmal so eine Ding ist. Dass das quasi, ja, dass mich das verarscht hat. So, dann muss hier auch noch eine Bombe hin. Und, boom. Oder hier hin. Dann ist es wohl hier. Und, jawohl, hier ist richtig. Das andere war voll nur Fake. So, jetzt bin ich auf der richtigen Stelle. Jetzt habe ich Pfeile bekommen und hier geht es nach unten, Leute. Alles klar. K1. Oh je, und schon muss ich wohl kämpfen. Das sieht ganz danach aus wegen der Tür. Yep. So, oh nein. Schon wieder roter Tod. So, das war ja einfach. Hab ja mein Flammschwert dabei. So, das war jetzt nicht schwer und... Was zum? Warum ist das noch zu? Boing, die Zahl der Schatztruhen, die es hier noch gibt, sind 2 und... Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte mir gerne Geld sparen. Ich brauche später noch ziemlich viel Geld. Deswegen möchte ich jetzt nicht unnötig was ausgeben und aha. Hey, ich bin hier drüben, Bruder. Hey, da hat sich Mergoron also versteckt. Nein, nicht wirklich. Monster haben mich gepackt und hier reingeworfen. Bitte, Bruder. Bitte hilf mir hier raus. Na gut, ich will mal nicht so sein. Danke, Bruder. Es tut mir sehr leid, dass ich vorhin davon gelaufen bin. Echt. Wir sind bloß froh, dass es dir gut geht. Warte, wir holen dich da raus. Ah, hinter dir, Link. Hä? Was? Hinter mir? Oh, shit! Was bist du denn? Der braucht doch sicher einen Pfeil ins Auge. Boah, Alter, ist klar. Und tot. Haha! So. Komplett neue Gegend, so eine Art von Zyklop. Fantastisch, Bruder. Du hast das Monster, das mich gefangen hat, besiegt. Danke, Bruder. Nun kann ich mich wieder frei bewegen. Nichts zu danken. Aber es scheint, als hätten wir auf unserer Seite eine Sackgasse erreicht. Siehst du, diese Dornen sind uns im Weg. Mit meiner Hilfe ist das kein Problem. Ich kann die Falle entschärfen. Lass mich dir nun zeigen, wie du zwischen mir und Guru Link hin und her schalten kannst. Wenn du mich rufen willst, berühre einfach mein Symbol auf dem Touchscreen. Wenn du umschalten willst zu Guru Link, berühre dieses Symbol. Hast du verstanden, wie man umschaltet? Ja, sicher. Unser Schicksal ist nun eins, Bruder. Wenn einer von uns besiegt wird, wird auch der andere besiegt. Nun überlasse den nächsten Teil mir. Schalte auf mich um.
Ja, das ist eine richtig geile Idee. Für diesen Tempel müssen wir tatsächlich mal nicht nur mit Link hier durch, sondern auch mal mit dem kleinen Maigoron was machen. Das finde ich eigentlich im Prinzip ziemlich geil. Aber mal schauen, wie ich mich da anstimmen werde. Also meinen Pfeil holen, so, und es wird umgewechselt. So, und jetzt darf ich tatsächlich Maigoron steuern. Ich glaube, der kann... Kann der irgendwas machen? Nee, ich glaube, der kann einfach... Ah, der kann rollen! Rollen, 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 rollen. Alter, der kann sogar die Felsen platt rollen, ist das geil. So. Yippie. So, aber wie kann er angreifen? Oder kann er das gar nicht? Doch, ah, seht ihr, er kann diesen komischen Angriff kann der machen. Ist ja geil. Traut man dem Kern gar nicht zu. So, alle tot und da sind die Stacheln weg. Super. So, ansonsten, ne, die sind noch da, dann rollen wir mal wieder zurück. Dann Herz, bin eh voll. Wenigstens aber habe ich mit ihm genauso viele Herzen wie mit Link auch. Wäre sonst ein bisschen unfair, wenn er weniger Energie hätte. So, und wieder wechseln. So, jetzt bin ich wieder ich, jetzt bin ich wieder Link und jetzt kann ich hier durch. So, Schleim, also Raubschleim. So, tot. Okay, der braucht drei Pfeile. Ich lasse mir von dem sicher nicht mein Schild klauen. Und da ist der nächste. Nein! Pfui! Ah! Missgeburt. So, tot. Ah, Stacheln wieder weg. Ah, okay, ich habe mein... Doch, mein Schild habe ich noch immer. So, ah, ich kann mir schon irgendwas mit mir machen muss, aber Moment. Hast du mir hier noch was zu sagen? Oder auch wieder nur, wie viele Schatztonnen es hier gibt. Oioink. Im Leben muss man manchmal kooperieren. Wenn alleine zu stehen nichts ausrichtet, steht gemeinsam. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Hier müssen beide Schalter gleichzeitig gedrückt sein. Das heißt, ich stelle mich mit Link jetzt mal hier drauf. So. Und wechsle zu Maigoron. Und dann rolle ich mit ihm hier so rüber. Oder... Hä? Moment mal. Da komme ich doch gar nicht hin. Oder doch? Oh, warte mal. Kann man hier so... Nee. Wie macht man das? Kann der irgendwie... Konnte der springen? Nee, der konnte nicht springen. Hä? Wie komme ich mit ihm da jetzt rüber? Wollt ihr mich verarschen? Was muss man da machen? Hallo? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Was müsste man hier machen? Ach so, einfach schnell rollen. Okay. So, wechseln. Und was haben wir denn hier? Du hast Krabbelminen erhalten. Eine Krabbelminentasche, mit der du maximal 10 Stück tragen kannst, ist auch dabei. Sie folgen dem Pfad, den du auf der Karte einzeichnest. Du hast die Krabbelminentasche erhalten, Link. Krabbelminen sind Bomben, die entlang des Pfades rennen, den du zeichnest. Du kannst den Pfad für die Krabbelmine bestimmen, indem du ihn auf den Taschen einzeichnest. Sie sind wirklich sehr praktisch. Au, probier es aus. So lernst du es am schnellsten. Ah, das ist so geil. Wir haben hier Krabbelminen und die funktionieren hier eigentlich wirklich super, weil man halt wirklich selber einzeichnen kann, wo die lang sausen. Das war ja damals zu Zeiten von Ocarina of Time, waren die ja nicht so hundertprozentig genau. Aber sei es drum. So, was muss ich jetzt hier eigentlich machen? Muss ich jetzt wieder mit dir was machen? Doch, weil hier die Stacheln weg sind. So, tot und tot. Und... Na, ihr werdet auch alle sterben, so... Die. Und tot. So, alle tot und da ist das Gitter offen. Sehr gut. So, ich glaube der... Scheiße! Ja, der sinkt hier auch ein, okay. Ja, ist irgendwie logisch, der ist ja auch ziemlich gewichtig. Aha, seht mal, hier muss ich irgendwie hinkommen, damit ich da eine Krabbelmine reinschicken kann. Aber wie komme ich mit Link dahin? Das geht eigentlich nicht. Kann ich mit ihm? Nee, ich habe hier nur Menü, ich habe nicht Items. Er selber kann natürlich keine Krabbelmine verwenden, das wäre auch ein bisschen unlogisch. Aber wie käme ich hier hin mit Link? Eigentlich gar nicht. Außer man kann hier was wegbomben, aber das geht eigentlich auch nicht so wirklich. Na, pff, keine Ahnung. Ich bleibe jetzt einfach mal hier so stehen. So, wechseln. So, jetzt bin ich wieder Link. Und jetzt... ja, jetzt gehe ich hier wieder zurück. So, Pfeile habe ich wieder voll.
Und hier haben wir jetzt, wie gesagt, die Krabbelminen. Sind zwar auch nur 10 Stück am Anfang, aber auch hier gibt es wieder, kann man sich eh denken, 2 größere Taschen, die man bekommen kann im Spiel. Ich glaube, auch hier musste man wieder eine kaufen und eine konnte man irgendwo in einem Minispiel oder so gewinnen. Und, So, und da ist eine Truhe. Mit einem Goron-Bernstein. Dieses hart und wertvolle Mineral enthält einen Käfer. Und Stacheln weg. So. Ah ja, ist schon klar. Jetzt könnt ihr ja sehen, was man hier machen muss. Man muss jetzt die Krabbelmine nehmen. Und hier ganz ein Abbruch. Ganz genau einzeichnen, dass die hier so lang geht und auch den Kristallschalter trifft. So, und los! Tada! Stacheln weg. Du hast die Dornen verschwinden lassen. Wir können jetzt hier endlich durch. Ist bei dir alles in Ordnung, Bruder Goro Link? Ich habe ein Loch gefunden, durch das ich mich zwängen kann, Bruder. Ich schaue nach, ob man von hier rauskommt. Wir müssen uns für eine Weile trennen. Bis später, Bruder. Warte, Maigron, warte! Wie schade, er ist fort. Ich hoffe, er kommt klar, sogar alleine. Dann suchen wir eben weiter. Vielleicht ist der Stall irgendwo hier. Okay, jetzt kann ich nicht mehr wechseln. Jetzt ist er gerade futsch. Macht aber nichts. So, ich kann ja hier weiter. Und jetzt geht's wieder... Moment mal, nach oben oder nach unten? Nach oben oder nach unten? Ich muss da, glaube ich, noch tiefer runter. K2, genau. Weil von oben... Oh, Mann, Link! Geh nicht schon wieder zurück! Von oben komme ich doch. Ich wollte doch hier nur diesen kleinen Krug hier. So. Danke. So. Nein. Lass mich bloß in Ruhe. Tot. So. Ich werde jetzt aber dann eh gleich den Part beenden. Oh, schon wieder so ein Vieh. So und tot. Ah, hier sind Stacheln. Felsen. Ah, Moment. Bamster Bam. Tot. So, mal schauen, was das da macht. Vielleicht macht das schon die Stacheln weg. Zack. Ah, okay, das tut irgendwie, keine Ahnung, tut gar nichts. Tut nichts zur Sache. So, nein. Das da. So. Okay. Ja, toll. Und jetzt? Wie soll ich denn... Ach so, Moment mal. Ich glaube, ich kann, wenn ich mich genau hier hinstelle, kann ich trotzdem sagen, Krabbelmine, laufe den ganzen Weg hier lang. Den ganzen Weg hier so hin, hier durch. Hier vorbei. Hier rein. Und auf das Ding drauf. So. Jawohl, es hat geklappt. Beide gleichzeitig aktiviert und wir können weiter. Boing, du musst beide Schalter gleichzeitig umlegen, um weiterzukommen. Ja, wenn du Krabbelmine auf der Reise zu siehst, ist es kaum zu schaffen. Naja, schon klar. Und es geht noch weiter runter. Alter, wie groß ist denn der Tempel? K3. Aber seht mal, hier ist auch die Boss-Tür. Da geht's also zum Big Boss. Da müssen wir erstmal hinkommen. Und hier ist wieder Trebson und... Petiblins. Ah, 20er, sehr schön. Überall treibt's und hier ist sicher dann eine Truhe, die erscheinen wird. Noch mehr Petiblins. Vielleicht muss ich die alle killen. Genau. Das macht Sinn. So, und das alles für... einen 20er. Ist ja eigentlich schon mal aufgefallen, dass wir in dem Tempel bisher noch gar keinen einzigen kleinen Schlüssel gefunden haben. Hier gibt es scheinbar keine verschlossenen Türen, jedenfalls nichts mit Schlössern. Okay, so und das hier... Ah, das ist auch ein fieses Rätsel, schaut mal. Ich muss irgendwie gucken, dass ich rechtzeitig hier das Ding quasi wieder umswitche, damit dann die Krabbelmine das treffen kann. Ich glaube, das werde ich noch ganz schnell probieren. Und dann werde ich aber den Part beenden. So, also Krabbelmine sind eh schon ausgerüstet. So, dann muss ich mich aber genau hier hinstellen.
So. Und ganz genau wieder zeichnen. Na. Nein, Abbruch, du Trottel. Zeichne doch mal hier so durch. So, und los. So. Und kabum! Jawohl, das hat geklappt. Sehr schön. Wunderbar. Na gut, Leute, dann willst du mir noch irgendwas sagen oder wieder, wie viele Schatztruhen es hier noch gibt? Es gibt keine Schatztruhen auf dieser Ebene. Okay, also das war nur die eine da. Und oh mein Gott, nicht schon wieder so ein Ding. Nee, nee. Leute, ich mache jetzt den Schluss. Ich wollte dich nicht nochmal hauen. Ich weiß, dass es keine Schatztruhe mehr gibt. Nee, ich mache jetzt den Schluss, Leute. Und im nächsten Part gibt es dann hoffentlich schon den Bosskampf. Wir müssen ja immer noch den Masterschlüssel finden. Und vielleicht finden wir Maigoron auch nochmal wieder. Wer weiß. Bis zum nächsten Mal jedenfalls bei Phantom Hourglass, Leute. Macht's gut und danke wieder fürs Zugucken. Thank you.